hat da was Neues für uns. Eine Wasser, besser im Wasser fortbewegt Düse. Hm. Vielleicht hätten wir die gerade brauchen können. Nee. Aber dann würden wir die jetzt nicht kriegen. Wobei ich nicht genau was triggert, dass der erscheint. Keine Ahnung. Ob das die Zahl der Sonnen ist oder Levelfortschritt oder so. Ja, muss ich jetzt öfter hoch noch anscheinend. Mario, du bist manchmal ein Trottel. Zum Glück wartet der so nett auf uns, der böse Mario. Nein! Na gut, die Runde geht an dich, Phantom Mario. Aber ich komme wieder. Meine Güte. Ich hol mal Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. So. Wo waren wir stehen geblieben? Man fragt sich, was sein Plan ist. Will der einfach jetzt so lange hier durch die Stadt laufen, bis ich an Altersschwäche sterbe? Oder wie? Läuft er auch nirgends hin oder so? Oder lockt mich nirgends in eine Falle? Oder läuft er einfach nur im Kreis? Für immer. Für den Rest seines Lebens. Mist, ich war kurz davor, den Turbosprint einzusetzen. Turbosprint! Jetzt können wir den Turbosprint einsetzen. Okay, Mario, whatever. Ich glaube, mit dem können wir auch ziemlich gut Motorboot im Wasser spielen, oder? Ja, so macht Schwimmen Spaß. Da, Feuer machen verboten. Dieses Mal kommst du noch davon extra Leben. Ist das der Händler von Zelda? Nee, ist er nicht. Wind Waker. Sind wir fertig im Sonnenlevel eigentlich? Nein, sind wir nicht. Surf Sprint. Mal schauen. Ah, wo wir gerade bei Zelda sind. Das ist nämlich tatsächlich ein Zelda-Charakter. Ganz unversteckt und unironisch. Witzigerweise. Das ist nämlich wirklich der Postbote aus den Zelda-Spielen. Nur mit Maske, mit Verkleidung. Hey, hallo, du Schelm. Ich bin Palmaton. Ja, genau da bin ich. Ich fordere dich jetzt zu einem Rennen bis zu unserer Fahne heraus. In welchem Spiel ist denn das? Weil das ist wirklich das Charaktermodell auch wirklich von dem Postboten aus irgendeinem Zelda, den die nur ein bisschen umgezogen haben. Aber wenn man dem die Maske absetzt, sieht man das. Aber ich weiß es nicht mehr. Na, schnappe der da. So, Fahne. Jetzt hätte ich gern meinen Turboaufsatz. Dann wäre das Rennen schnell vorbei. Ein Rennen bis zur Flagge. Auf die Plätze, fertig, los!
Na, das läuft ja schon mal sehr gut hier. Sag mal, gibt es irgendeine Sonderregel, dass man das Wasser nicht berühren darf? Ansonsten wäre das super easy. Na, er schwimmt auch. Na, dann wird schon passen. Puh, Schnauf, boah, du bist flink wie ein Fisch. Du bist doch nicht die langsame Trantüte, für die ich dich hielt. Wir sehen uns wieder. Halt Ausschau nach mir. Das war ziemlich leicht. Und dann erzähl er mir irgendwas, dass der Weltrekord bei 40 Sekunden liegt und Mario schafft es in 26. Komisch. Bildem. Ich glaube, ich gehe mal wieder ins erste Level. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht fertig. Kann ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt habe ich ja die Turbodüse freigeschaltet, ne? Kann ich die jetzt mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Sonst könnte man in einigen Missionen wahrscheinlich ziemlich betrügen und belügen und pflügen. Das Mysterium des Schleimsees. Eine geheime Geheimhöhle. Schade, das wäre schön. Gerade hier jetzt. Meint ihr, da kommen wir rüber? Ich glaube schon. Nice. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, für was die blauen Münzen eigentlich gut sind, aber wir haben sie und das kann nicht schlecht sein. Hallo, Caligula, wie geht's? Autsch? Wie Autsch? Ah, ich verstehe. Kommt jetzt wieder. Oh, schon wieder so eine Passage. Heftig. Naja, gut. Ja, aber die blauen Münzen sind für irgendwas gut. Ich weiß nur nicht, für was die gut sind. Aber gut sind sie. Ah, bin ich blöd. Quatsch. Es ist eher so, als würde man in dem Spiel einen Segen kriegen, aber man weiß nicht genau, was der Segen eigentlich macht. Aber es ist ein Segen und kein Fluch. Also wird er wohl irgendein Plus in irgendwas bringen. Ja. Ja.
Dammit, ich dachte, ich schaff's. Das geht ja gut los hier. Mensch, beim ersten Plattform-Hindernis stürzt sich schon dauernd ab und da kommen noch so viele. Oh Gott, wenn ich mir das angucke. Ah, oh, naja, passt schon. Kriegen wir hin. Ich muss mich konzentrieren. Kurz konzentrieren und dann. Schon. Netterweise ist hier wenigstens ein extra Leben. Das ist schon mal gut. Wie denn dann bitte? Soll ich... Ah, das könnte vielleicht sein. Wir wollen es aber ganz schön wissen. Ah, ihr spinnt ja! Heilige Kanone! Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es grundsätzlich geht hier. Mal was riskieren! Juhu! Ah, nein! Zu voreilig. Ich habe mir gedacht, bevor der sich nochmal dreht, springe ich weg. Die blauen Münzen kann man, glaube ich, am Ende gegen Sonnen eintauschen, soviel ich weiß. Ich habe auch sowas in der Art im Kopf. Sunshine gilt ja so ein bisschen als das schwarze Schaf der Mario 3D-Spiele. Kann ich nicht so nachvollziehen, nur die Steuerung und Kamera ist teilweise echt nervig. Ja, aber das ist auch der Hauptgrund. Ich habe da vorher schon auch mit dem Katka viel drüber rumphilosophiert. Die Steuerung und die Kamera sind manchmal ein bisschen nervig. Und dieses Jetpack nimmt halt so viel Tempo teilweise raus aus den Passagen. Und auch das ganze Level-Design, so wie hier, dass man so oft warten muss und so. Das ist einfach nicht so schön, so ein schöner Flow wie in vielen anderen Mario-Spielen. Und das Setting ist ein bisschen eintönig, weil halt alles dieses Inselparadies ist. Ich habe halt da schon lieber so meine Feuerwelt und meine Eiswelt und meine, ne? Hier ist halt die Inselfeuerwelt und die Inselgeisterwelt und die Inselwelt und die andere Inselwelt und der Inselvergnügungspark. Ein bisschen viel Insel. So, ich glaube, jetzt wird super nervig. Hurra, los geht's. Ich habe es vorher eh schon gesagt. Es ist halt für ein Mario-Spiel einfach nicht so die Crème de la Crème unter den Mario-Spielen. Aber für einen 3D-Plattformer ist es ja immer noch eigentlich sehr solide. Nur halt nicht so das Niveau, das man erwarten würde von dem Mario. Die haben viel rumexperimentiert und viel gewagt, aber halt nicht alles unbedingt besser gemacht. Oh oh, jetzt weiß ich nicht wohin. Puh. Oh, Gott sei Dank, das war gerade noch so knapp zum Schluss. Mein All-Time-Favorite bleibt Galaxy 1 und 2. Das ist wirklich super. Galaxy 2, also bis Odyssey kam, war Galaxy 2 auch mein Lieblings-Mario. Und Odyssey ist schon, müssen vielleicht noch ein paar Jahre vergehen. Vielleicht muss ich es nochmal spielen. Aber ich glaube, das könnte schon mein neues Lieblings-Mario sein. Aber Galaxy 2 ist schon die Krönung bis dahin gewesen, auf jeden Fall. War bei mir immer so Galaxy 2... Ist halt schwer zu sagen, weil Galaxy 2 fühlt sich wie ein ordentliches Upgrade von Galaxy 1 an. Deswegen habe ich immer so, Galaxy 2 und 1 kann man zusammenfassen im Grunde. Und dann kam eben Mario 64. Und diese ganzen Mario 3D Worlds werden zwar auch oft als 3D Marios gewertet, aber sind halt irgendwie eher so 2.5D Marios. Die würde ich da gar nicht dazu rechnen. Aber wenn, würden die relativ weit unten auf meiner Liste kommen. Die fand ich zwar cool, schon auch, Mario 3D World, aber fühlt sich halt nicht so richtig wie so ein vollwertiges Mario an.
Mario Morgana ist los. Das könnte eh schon der letzte, die letzte Sonne hier sein, oder? Na toll, ich bin zu dicht hinter ihm, deswegen treffe ich ihn nicht. Super. Au, hey, ich bin da jetzt. Ist, also wenn Mario Morgana bewusst wäre, dass der quasi unsterblich ist und ich bei Körperkontakt Schaden krieg, warum läuft der eigentlich vor mir weg, frage ich mich da. Der könnte mich einfach so umhauen. Andererseits kann ich ihn wegspülen. Weiß ich nur leider nicht mehr, wo er ist. Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade da ganz oben rum balancieren sehen. Tatsächlich, da ganz oben in der Mitte. Da muss ich, glaube ich, über die Mühlen hin im Grunde, oder? Die Windmühlen hier. Am besten. Das stimmt, ne? Das mit Wasser anspritzen macht ihm Schaden, aber durchs Wasser schwimmen ist kein Problem für ihn anscheinend. Das stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Nein, genau das wollten wir nicht, Mario. Nicht, aber gut. Gut gerettet, Mario. Alles okay. Hä? Er hat sich aufgelöst. Ich habe zu lange gebraucht. Jetzt steht er da unten. Ah, das vergesse ich dir nicht. Ich kriege nicht. Aha. Sehr schön. Gibt's noch einen Stern, also eine Sonne, also einen Shiny in der Welt? Ich versuch's mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es 8 gibt oder 7 oder. Aha, tatsächlich. Der See und seine roten Münzen. Ich mochte die roten Münzen-Mission schon beim N64 nicht. Und hier habe ich sie nicht gerade lieben gelernt. Oder so. Aber es passt schon. Oh, hier könnte man Yoshi haben. Aber brauche ich Yoshi? Macht Yoshi überhaupt Sinn? Kann Yoshi auf Drahtseilen balancieren? Zumindest hat man mit Yoshi schon eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Kann aber schon höher springen einfach. Auf jeden Fall. Ja, die 100 Münzen sammeln. In jedem Level die 100 Münzen sammeln war auch mitunter der Grund, warum ich von vornherein gesagt habe, dass ich Mario 64 nicht 100% streamen werde, sondern nur durchspielen quasi ganz normal. Weil das ist teilweise in manchen Leveln echt ziemlich knapp und gemein. Einmal kurz die eine blaue Münze, die sich auflöst, wenn man zu lange braucht, nicht einsammeln und schon kann man von vorn anfangen. Na, ob wir das schaffen, das wird knapp. Ja, sehr gut.
Na, die nehmen wir. Ich glaube, die hilft uns in der Mission jetzt gerade mehr als unsere Schwebedüsen. Na komm, rote Münze, wo bist du denn hier? Ich kann nicht einschätzen, wo das Seil da oben ist. Hä? Okay. Dann funktioniert die Turbodüse nicht, wenn man... Au! Wenn man am Seil hängt. Das wusste ich auch nicht mehr. So, rote Münzen. Ah ja, da hinten ist eine. Da hätte ich springen müssen. Dann nochmal zurück. Die anderen sind scheinbar eh unten. Na dann. Nein, tu es nicht, Mario. Tu mir das nicht an. Da muss ich besser timen. Naja, ich glaube, mit der Düse kommen wir relativ schnell wieder hoch. Es ist nur ein bisschen schwierig, die auch wirklich zu erwischen. Wow, niemand wollte das. Hört bitte auf. Alles eskaliert. Ach, Mario. Jetzt hör doch mal auf mit dem Unfug. What? Wir sterben hier gleich. Na also. So, und runter mit uns. Okay, da war es nur noch eine. Zum Glück ist die Weitsicht hier zumindest höher als in Mario 64, weil da war es teilweise auch eine Schwierigkeit, einfach zu erspähen, wo die sind. Die roten Münzen hatten zum Glück mehr Weitsicht als die normalen Münzen. Ah, da oben ist noch eine. Aber waren trotzdem teilweise echt schwer zu finden, zu sehen einfach auf Entfernung. Oh, was war denn das bitte? Ob das geht? Ich versuch's mal. Ah, warte mal. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Nein.
Wenn ich jetzt irgendwas drücke, dann schleudert es mich wieder durch die halbe Map. Ich weiß nicht, wie ich das bremsen kann. Aufhören! Nein! Mario, warum tust du mir das an? Mario, habe ich dich nicht immer wie einen Bruder behandelt? Ich weiß nicht, ob der Düsentausch eine gute Idee war. Ich bekomme Zweifel. Na, gehen wir nochmal hoch. Na komm. Theoretisch dürften wir vielleicht von der Windmühle auch. Na, weiß ich gar nicht so genau. Ob uns die Windmühle wirklich hilft. Unser Freund ist ja aktuell darüber fliegen wollen. Na, könnte vielleicht, ich weiß es nicht. Wird schon eng. Ah, okay. Ausgezeichnet. Juhu! Gott sei Dank. Na, was dann? Können wir keinen Walljump von der Mühlenmann machen? Bah. Yahi! Yahi indeed, mein Freund. Ich hab das Spiel, ich hab das Gefühl, das Spiel will mich dezent darauf hinweisen, dass ich mal wieder in den Sonnenlevel gehen sollte. Dann machen wir das wohl. Das Geheimnis der Muscheln. Eine wunderschöne Muschel. Oh nein, das ist wieder so ein ohne Jetpack-Level. Ja, ich finde die eigentlich cool, aber teilweise auch ein bisschen frustrierend. Also ich glaube zumindest. Das ist echt eine super Kameraeinstellung. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Okay, gut. Oh, wow. Ganz schön teuer. Schon noch auf dem richtigen Weg, oder? Oh, warte mal, da können wir, glaube ich, cool abkürzen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine Abkürzung ist, aber irgendwo sind wir jetzt. Okay. Ah ja, guck. Genau falsch. Aber doch auch richtig.
ist das manchmal. Okay. Los geht's. Bauklötzchenwelt. Ich glaube, an die kann ich mich aus irgendeinem Grund sogar erinnern. Das ist kein gutes Zeichen. Das könnte heißen, ich habe hier sehr viel Zeit verbracht. Schauen wir mal. Mir fehlt halt echt dieser Mario 64 Ducksprung einfach. Dieses am Boden ducken, dahin sliden und dann losspringen. Das vermisse ich in Mario Sunshine schon am allermeisten. Der fehlt einfach. Wie komme ich denn da überhaupt hoch? Wahrscheinlich über einen Walljump am besten. Das war beinahe echt schlechtes Timing. Der Longjump fehlt auch. Ja, genau. Der ist einfach... Oh, Mario, doch nicht automatisch abspringen, wenn du oben bist. Wo kommen wir denn da hin? Wirklich? Ist das jetzt auch noch so? Sunshine, was machst du denn für Sachen? Du kannst doch nicht coole Mario 64 Mechaniken links und rechts streichen. Gerade reden wir drüber, wie sehr der Longjump fehlt. Und dann machst du keinen Handstand. Also wirklich. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube schon da lang, oder? Soll ich die Nägel mal reinhauen? So, wahrscheinlich habe ich jetzt den Schwierigkeitsgrad erhöht. Ja, Mario, das ist super. Das machen wir. Oh Gott, du Trottel. Okay. Was ist denn? Mach doch. Mach er nicht. Geht's nicht. Muss ich hier etwas super dreifach walljumpen? Das könnte sein. Eieieiei. Ihr spinnt doch. Okay. So weit, so gut. Jetzt fehlen nur noch die sich drehenden Klötzchen. An die Level hier muss ich immer denken, wenn ich Fall Guys spiele. Ich glaube, diese Mario-Level waren schon eine große... Also die Bowser-Level aus Mario 64 und die Level hier waren schon eine große Fall Guys-Inspiration, denke ich. Okay. Aufs erste Mal! First try! Aber sowas von waha, Mario! Aber sowas von waha! Oh oh, eine neue Düse! Moment mal, ist das schon wieder die Turbodüse? Ah, das ist die Sprung... Nee, warte mal, die habe ich doch auch schon. Was will er denn? Aber die habe ich hier noch nicht in Palazzo Delfino. Oder wie das hier heißt. Moment, wo ist das Tor? Da ist es. Ja, wo ist er denn? Ja, irgendwo hier ist er, glaube ich. Oder? Hallo? Ja, well played.
Cheater. Das alte Q&A von mir. Ah, ja. Das, ich weiß schon. Ah, Mist. Sowas in der Art könnte ich eigentlich mal wieder machen, ne? Theoretisch. Ah, Gott sei Dank. Mist, ich war kurz davor, die Raketensprungdüse einzusetzen. War überhaupt nicht. Ja, das sind auch die zwei großen Hauptthemen auf dem Kanal schon immer noch. Resident Evil und Fallout natürlich auch. So, ab in die Röhre. Ich freue mich wirklich schon auf Resident Evil 8. Ich bin sehr gespannt. Nach dem, was ich so gehört habe, sind ja die Playtester, die Beta-Tester bei Capcom schon sehr begeistert von dem Spiel. Bin wirklich sehr gespannt. Übermorgen, ich kann es mir leider nicht live anschauen, aber übermorgen wird ja eine Stunde Gameplay von Resident Evil 8 gezeigt. Da kriegt man, denke ich mal, hoffentlich einen relativ guten Einblick. Ich werde auch versuchen, dass ich Montag dann gleich noch ein Video dazu mache, eine Analyse. Aber ja, genau, bin ich gespannt. Sonntag schaffe ich es eben, wie gesagt, nicht. Ich kann es mir leider nicht mal live anschauen, kann ich es mir. Ah, die brennenden Kettenhunde. Die Map habe ich schon ganz vergessen. Die ist furchtbar. Ich rede lieber mal mit dem. Am Ende muss man das dann machen, dass irgendwas getriggert wird oder so. Hallo Duda, kannst du uns zur Hand gehen? Die Haustiere dieser Dame sind Verwüstungsorgien. Nein. Was? Ich habe es nicht wirklich gelesen. Löschen wir einfach mal die Hunde. Ich glaube aber, das geht nicht so ohne weiteres, ne? Ah, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Was war denn das? Nein! Ah! Aber was ich mit denen dann gleich nochmal machen muss, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass das so ein bisschen Pinball-Automat hier war. Ich kann sie alle mal töten. Das haben die dann davon. Dass die so schlecht erzogen wurden. Vielleicht ist das sogar Sinn der Sache. Was steht denn da? Kettenhündchen, Kettenreaktion. Das kann viel bedeuten. Ach, aber guck, der ist gar nicht tot. Der steckt jetzt hier gekühlt im Wasser. Dann ist das wahrscheinlich schon ungefähr richtig, schätze ich. Mal schauen, das könnte super glitschig werden, wenn ich den jetzt hier abschieße. Aha, aber hätte beinahe funktioniert. Ich habe sogar 3 Münzen bekommen. Ach so, aber nur weil er durch ein paar... Ja, ich verstehe schon. So. Ja, oh, das war ja nett von dem. Super. Die werden nur abgekühlt, weil die so heißblütig sind. Ich tue denen nichts. Mama.
diese... Das kommt davon, wenn man seine Hunde nicht richtig erzieht. Es sind immer diese schlecht erzogenen kleinen Kläffer. Die muss man dann ab und zu einfach ins Wasser werfen, damit sie sich abkühlen. Lernen wir hier bei Mario. Dass sich die Leute denken, ach, der ist doch so klein, den muss man doch nicht richtig erziehen. Da muss man nicht in die Hundeschule. Und dann werden das einfach Arschhunde. Und nur die Besitzer sind schuld. Die Hunde können nichts dafür. Aber die sind dann die Leidtragenden. Bis dann ein dicker Klempner kommt und die am Schwanz zieht und ins Wasser wirft. Du solltest immer nett zu deinen Haustieren sein. Ja, ganz genau. Da hat er recht. Deswegen Katzen. Oh Gott, Katzen sind noch viel größere Arschlöcher. Nicht alle Katzen, das stimmt nicht. Wir haben zwei sehr brave Katzen und eine riesen Arschlochkatze. Alle drei sind so auf ihre Art und Weise Arschlöcher. Aber sehr unterschiedlich. Der eine lässt die anderen beiden Katzen nie schlafen. Die andere fängt die ganze Zeit zum Pöbeln an, wenn ihr jemand zu nahe kommt und sie gerade keinen Bock hat. Ohne Vorwarnung. Und der dritte macht die ganze Zeit unsere Sachen kaputt und wirft alles runter. Ich bin nicht gemein, er ist gemein. Nein, wir behandeln alle unsere Katzen gleich. Wir haben die alle gleich lieb. Nur die uns anscheinend lieb. Oder so. Ah, rennen mit dem Postboten, Kerl. Na dann. Zeig mir einfach, wo die Fahne ist. Auf irgendeiner blöden Palme. Okay. Ach so, einfach geradeaus. Na dann. Okay, ich sollte hier nicht Bauch springen, sondern einfach nur laufen. Nein! Kann ich mich auch gleich in den Tod stürzen, an der Fahne vorbeigesprungen. Das dauert aber lang, bis man hier in den Tod gestürzt ist. Arrivederci! Das machen wir jetzt aber noch. Den holen wir uns noch und dann machen wir für heute Schluss. Aber den Postboten zeigen wir es. Ja, man gewinnt ja nur, wenn man den Fahnenmast berührt. Und ich bin halt knapp dran vorbeigesprungen, weil ich habe schon gesehen, wie er von hinten kommt und habe mir gedacht, ah, schnell. Das habe ich jetzt davon. So. So machen wir es. Dann haben wir jetzt nämlich einen kleinen Vorsprung, den er vorher hatte. Der Cheater. Oh, come on, wirklich? Der hat uns geschubst gerade. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht okay. Okay, und dann... Da waren wir selber schuld. Aber das ist nicht okay. Nein, das gibt's doch nicht. Ah, okay, ich habe gewonnen. Man muss die Fahne anscheinend nur... Also die Mario anscheinend doch nicht berühren. Es reicht, wenn man in die Nähe kommt. Na, Gott sei Dank. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Ah. Schön. Piazza Delfino.
Na dann. Machen wir Schluss für heute. Schön war's. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für Bits, für Abos, für Spenden, für alles und fürs Dabeisein sowieso. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche nicht, im Livestream zumindest nicht, weil nächste Woche wird nicht gestreamt. Das ist quasi der 5. Dienstag im Monat. Ein Vorfall, der selten eintritt, aber für mich quasi ein streamfreien Dienstag bedeutet. Aber im ersten Dienstag des Oktobers geht's dann wieder ganz regulär mit Streamen weiter. So, macht's gut. Danke, richtig aus. Gute Nacht. Ciao.